Herzlich willkommen zum Do-It-Yourself, heute Bühnenkampf. Und wie ihr zu Hause eine kleine Fechtchoreografie entwickeln könnt, das zeige ich euch jetzt. Zuerst braucht ihr ein bisschen Hilfe von euren Eltern, euren Großeltern oder großen Geschwistern, denn ihr müsst aus einem alten Besenstiel aus Holz einfach zwei kleine Schwerter machen. Also hier absägen, in der Mitte durchsägen und zack, habt ihr so ein kleines Schwert. Und dann braucht ihr nur noch eine Partnerin, einen Partner. Und ich habe mir heute die Marion dazu gestellt. Und Marion, bist du schon aufgeregt? Ja, ein bisschen. Ja, ich auch. Wir zeigen euch jetzt, wie ihr eine kleine Choreografie ganz einfach zu Hause entwickeln könnt. Dafür gehen wir erstmal in Kampfposition. Das Schwert schön in die Mitte halten. Wichtig ist beim Bühnenkampf immer, dass ihr Abstand haltet. Und ganz wichtig ist auch, dass ihr nie auf irgendwelche Körperteile wirklich zielt von eurem Partner oder eurer Partnerin. Wir tun ja nur so, als ob. Das ist die große Kunst. Das heißt, ein bisschen höher. Genau. Und die erste Figur, die wir jetzt machen, ist einfach drei Schläge. Einmal von rechts nach links, von links nach rechts und dann wieder von rechts nach links. Wir machen es nochmal langsam. Von rechts nach links, von links nach rechts und von rechts nach links. Das ist der erste Abschnitt unserer Choreografie. Wir machen es jetzt ein bisschen schneller. 1, 2, 3 und schon sieht es ein bisschen gefährlicher aus. Und jetzt kommen wir zur nächsten Figur. 1, 2, 3 ist die erste Figur und jetzt machen wir einen Schlag nach unten, einen Schlag nach oben und wieder einen Schlag nach unten. Marion und ich haben das Ganze natürlich schon ein bisschen vorgeprobt, damit es ein bisschen flüssiger läuft. Aber ich zeige euch die Bewegung jetzt einmal so, also in die Mitte. Und dann ist es einfach nur das Handgelenk nach unten drehen, das Handgelenk nach oben drehen und wieder nach oben drehen. So, okay, wir setzen das jetzt zusammen, machen quasi die erste Figur einmal, dann die zweite Figur und dann wieder die erste Figur. Also langsam, 1, 2, 3, unten, oben, unten, oben und dann 1, 2, 3. So, das könnt ihr zu Hause jetzt auch einmal probieren. Wir machen es ein bisschen schneller. Mhm. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Genau. So, jetzt müssen wir ja irgendwie auch ein Ende des Kampfes inszenieren, das heißt erarbeiten. Das heißt, ich schlage jetzt nach der bisherigen Choreografie einmal unten, das heißt, Marion springt hoch, ich drehe mich um und zack, Marion ersticht mich. Wichtig ist, dass während ich mich umdrehe, ich den Arm quasi schon vom Körper weghalte, sodass Marion locker, wir drehen uns mal kurz, und du machst mal den Arm weg, von außen quasi an meinen Körper rangehen kann. Weil wenn sie so stechen würde, ist die Gefahr zu groß, dass sie mich wirklich trifft. Deshalb am besten zack über außen, genau, mich entwaffnen. Ja. Wir probieren es mal, du springst hoch. Zack, zack, und dann falle ich hin. Wie ihr fallen könnt, hat euch Nathalie ja schon im letzten Tutorial gezeigt. Guckt euch das unbedingt an, damit ihr euch beim Fallen später und beim Sterben nicht wehtut. Okay? Mhm. Wir setzen einmal alles zusammen, langsam. 1, 2, 3, unten, 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 unten. 1, 2, 3. Jetzt kommt der Schlag. Ich drehe mich und und dann sterbe ich. So habt ihr ganz schnell eine ganz, ganz kleine, aber feine Bühnenkampfchoreografie. Wir machen das schneller. Mhm. Es kommt jetzt zur dramatischen Musik eingespielt. Das war's. Viel Spaß beim Üben.